dass wir, weil was wir vorher geplant haben, was aus uns wird, sind wir schon lange nicht mehr, Digga. Schon lange nicht mehr. Da sind wir uns doch einig, oder? Ja, das stimmt. Das sind wir schon lange nicht mehr. Ich habe Für keine das, was Ahnung, wir was ihr diese. Ja, werden ihr nicht. wolltet. Ich rede von den OGs, Digga. Von allen 8 Gründungsmitgliedern. Wir sind schon lange nicht mehr. Aber ich bin damit ja auch einverstanden. Ist nicht so, als tue ich jetzt mich dagegen sträuben und sagen, nee, ich will wieder das wie am Anfang haben. Aber ich möchte nur, dass jeder damit einverstanden ist. Diesen Weg, den wir jetzt gehen wollen. Versteht ihr? Aber Und Marcel, darum geht es. erzähl mir mal ganz kurz, welchen Weg wir jetzt gerade gehen in den letzten 1,5 Wochen. Wir fahren langsam die Schiene wieder so auf kriegmäßig so. Auf Also, mehr Stress und mehr Macht und so eine Schiene, Digga. böse Auf. Zungen behaupten, wir wurden mehrfach von den Crips und von den 18s gefickt auf unserem Anwesen. Richtig, Digga. Genau, richtig. Nee. Also Vernunft und Frieden ist bei uns auf dem Anwesen schon lange nicht mehr, Digga. Ja, Und das falls du weiß dich ich daran ja. erinnern kannst, unser Anwesen ist ungefähr so wie von Theo von Alge der Käse, den er im Kühlschrank hat. Zwar groß, aber sehr löchrig. Ich tut mir leid, eine Unterbrechung, aber Senior Breitenberg meint, er steht vor unserem Tor und hat einen Baller getötet vor unserem Anwesen. Und Ein der soll da Baller? warten. Sie. Der soll dort warten, Digga. Wir kommen gleich, ja? Okay. Alles Da gut. kann er da was Olaf, versteh mich nicht falsch, Digga. Um Gottes Willen. Du weißt, ich bin der Erste, der für sowas zu haben ist. Und ich freue mich auch. Aber ich denke ein bisschen erwachsen, verstehst du? Und ich Ich. möchte, dass jeder zufrieden ist. Von unseren OGs. Die anderen Ja. sind mir scheißegal. Sag ich dir, wie es ist, Digga. Ein kleiner Nachtrag nochmal. Herr Toast hat gestern auch nochmal zu mir gesagt, dass er das Waffengeschäft auch das Waffengeschäft ohne Krieg übernehmen möchte. Du weißt, wie es dann hier in Dortmund am Ende des Tages ist. Das wird niemals so passieren, Digga. Aber was wir gerade hinter uns sehen, ist eine Festung, die uneinnehmbar ist. Und wir sind mittlerweile nicht mehr 8, sondern wir sind 20 und vermutlich nächste Woche 25. Bruder, wenn es nach mir gehen würde, würde ich jetzt laut rumschreien: Yippie! Ich bin der glücklichste Mensch der Welt, Digga. So, weißt du, Ja, was ich dann mach meine? es. Dann Ja. lauf rum und schrei Yippie. Laut, dass wir uns alle hören. Ja, aber ich möchte nur eine Kla Sache klarstellen, Digga. Ich bin nicht mehr der Action-Heres, Digga. Stop the cap! Stop the cap! Nimm mal deine Cap ab, Alter! Was ist los mit dir? Was er labert! Ja, wirklich, das! Jo, ich klick mich nicht ein, er ist nicht Action. Also, Olaf, was hältst du ich davon, wenn wir sag uns das ja mal eins, angucken? Digga. Nee, ist geschlossen. Schau. Mahmoud hat auch schon was, Digga. Also, Oh, komm Schauspieler. her, Digga, ich lutsch dein Schwanz, Bruder. Danke, Kurz, Digga. kurz. Schauspielerisch bist du nicht so begabt. Das kann ich dir schon Ja, sagen, Digga. Bruder, Aber. ich wollte mal auf Erwachsen tun, Digga. Also, Und wir sind von alle hier noch aus, reingefallen. Real Talk, Digga, von hier aus werden wir jeden finden, Digga. Zeig euch, wie es das war. Aber du kannst pushen, ne? Von hinten, übrigens. Ich will euch das nicht kaputt machen, aber hinten Kann ist man hier nicht auch Ah, lieber einfach mit einem Digga. LK, mit einem Ja, aber Transporter nicht oder so so? einfach wie bei uns im Anwesen, Digga. Das ist Ja, das ist komplett was so. anderes. Anwesen. Ich Bruder, bin dann das ist gar eine nicht. Festung. Jo, Jungs, es ist uneinnehmbar. Man kann nicht leihen. Jungs, Ja, man kann da nicht leihen. Hey, aber man kann da nicht leihen, Jungs. das Bauamt ist schon informiert. Okay. Gut, Ich habe dann noch eine fangen. Frage, Marie. Ja, hau Hat es, glaube raus. ich, auch. Das Anwesen, das wir jetzt aktuell besitzen, wenn ich mich nicht irre, hatte Lost MC doch auch zwei, oder nicht? Ja, zwei Sind die Zettler Lost, Lo Lost nicht auch noch zu Hause in der Nähe der Stadt? Aber Ja, wir haben nur ihr Wir Waffenlager bezahlen unten? 250.000 Euro für das, also die Miete für das Haus. Muss man mal schauen. Aber wenn wir jetzt umziehen, dann zahlen wir keine Miete, oder? Das denke ich mal nicht, denn wir sind ja da in dem Bündnis. Aber ich würde Bündnis. trotzdem mal vorschlagen, Olaf, Digga, dass wenn Toast die Schlüssel hat für die Wohnungen, schauen wir trotzdem das Anwesen an Hundertprozentig. und entscheiden, wie wir es halt Tag 1 beschlossen haben darüber, wer dafür ist und wer nicht, okay? Hundertprozentig. Wunderbar. Digga, ich freue mich, wie ich Also, sage. ich Okay. sage euch, das wäre ein gutes Bündnis. Ja. Und. Das wird das stärkste Bündnis, was es in Dortmund jemals gegeben hat. Das sage ich euch so, wie es ist. Oh, Und es ist mir Scheiß, ja. scheißegal, ob er irgendwelche Sand in der Muschi haben. Deswegen, jeder würde das Bündnis angeboten mit Kusshand annehmen. Jeder wird Und das wir haben Bündnis auch, annehmen. wir haben auch nicht so, Jungs, das dürft ihr nicht vergessen, wir haben auch nicht. Bauamt paid Oder win ist ja nicht so, Franz, als zieh wenn mal man. jetzt die scheiß Hände runter, Digga, sonst kriegst du noch einen Krampf. Ich verstehe nicht, warum Leute reden und keine Ahnung haben. Wir haben auch nicht so viele Möglichkeiten. Crips mit 18s, Bloods mit Lost. Bitcoin mit, hier sind die alle LCM. jetzt nochmal, LCM. So, und bis Bitcoin sich dazu entschlossen hat,
mit uns ein Bündnis einzugehen oder bereit ist und sagt, ja, müssen wir erstmal wieder Fitner stiften, das LCN ficken und hier haben wir eine lupenreine Sache, die uns sogar noch Vorteile bringt und auch wenn das Gebäude an einigen Stellen vielleicht nicht unbedingt, ja, sagen wir mal, unüberwindbar ist, ist es 100-mal besser, rein strategisch gesehen, als unser Anwesen. Stellt euch einfach nur mal vor, wir jetzt nichts herbeibeschwören, die Justiz geht uns mal wieder auf den Sack. Und wir knallen ein paar Bullen ab, machen eine Verfolgungsjagd und locken sie auf unser Anwesen. Oder? Da kommt dann das alte, ihr wisst, was da passiert. Dann kommt wieder der eine Typ, der sich hier Vier-Sterne-General nennt. Das Einzige, was vier Sterne hat, ist der Porno seiner Mutter auf YouPorn. Mickey, Herr Hort. Da nimmt jemand das ganz schön persönlich. Ach, Bruder, ich muss jetzt los. Mann. Oh, Mann. Erst Onkel Monte und dann Mickey. Let's go. Ey, wo ist Greg? Jetzt mal. Halt's Maul. Nein, lass mich mal sowas sagen, ja? Ja, und das wird sein, halt's Maul. Du quietscht ein bisschen. Wie, ich quietsch ein bisschen? Ja, du quietscht ein bisschen. Ja, was heißt denn das, hä? Ich weiß nicht, du hast ein bisschen Voice Crack in der Stimme. Was macht ihr denn? Sorry, mein Fehler. Hey, fahrt doch! Moment! Idiot, Mann. Was ein Trödeltrupp. Nee, du hast ein bisschen Stimme in der Voice-Crack. Ein Unfall, der wird aufgenommen, Digga. Danke. Und dafür hast du jetzt knapp eine Minute. Halt deine Schnauze, du warst schuld, du bist angehalten, du Wichser. Ich bin nicht mal gefahren, du Bastard, Digga. Ey, geh nicht zur Mutter, du Wichser. Ich hab dir vertraut, Digga. Ja, bitte. Ja. Ah, nicht viel, Mann, bei dir. Ich glaube, wir fahren gerade zum Anwesen, ja? Was? Kann man nicht sogar bei den Human Labs da einen Raub machen? Keine Ahnung. So nicht Human Labs. Keine Ahnung, vier Wagen voll. Ja. War das nicht Human Labs? Nein, wir fahren gerade zurück. Müssen in zwei Minuten da sein. Ja, dann bist du. Öffne mal deine Karte, Watto. Sie? Hey! Human Labs ist bei. Sepp kommt gleich zum Anwesen. Bei 2060. Das ist Human Labs. Ah, okay. Marcel! Der bringt 10 Millionen oder nicht? Der Raub? Marcel! Glaub schon. Er ist wieder abgehoben. Ja, okay, da merkt man wieder. Direkt Vize-Abiol abgehoben, weißt du, wie ich meine? Ja, was willst du, Mann? Jetzt drehst du den Spieß um, oder was? Ja. Aber ich glaube, er lässt sich nicht drauf ein, der Wichser. Trotzdem, warte kurz. Trotzdem, Marcel! Sag nichts. Ja, nochmal. Jetzt, Cracky, du bist dran. Hey, Jungs, wir fahren mal kurz tanken. Jo, Marcel! Jo, was los, Digga? Der arme Mann. Halt an, Digga, halt an. Ich fick die kleinen Wichser, die Platz. Warte, du noch. Ja, halt ehrlich an, halt ehrlich an. Ich fick den Rentner. Den Rentner sogar. Hast du das gehört, Marcel? Da hat einer keinen Respekt vom Vize-Abi. Der soll erstmal kommen, Digga. Ey, du wirst jetzt so geblattert. Viel Spaß bei deiner Zivi-Zeit, ja? Ja, ich danke dir, Mann. Was geht denn hier ab? Signor Breitenberg hat hier einen Baller umgetötet. Ja, meinst du? Okay, das könnte ablenken auf mich. Gib mal ein Stück bitte mit. Der Typ hier hat gesagt, er ist von den Ballers und er will die wahre Farbe lila besitzen. Seien Sie gegrüßt. Was? Und ist hier auf dem Anwesen rumgerannt, wie verrückt. Könnt ihr ein Stück weiter weggehen? Ich höre meine Kollegen gar nicht. Er ist sogar auf euer Anwesen gesprungen, hat euch beleidigt. Er meinte, die Ballers tragen das echte Lila. Ihr seid Schmutz und ich habe ihn drauf hinweggeknallt. Ja. Na, ich hoffe, der kommt gleich auch. Ich war hier, um euch zu sprechen. Moment. Mahmoud.
Was? Moment. No. Hör dich jetzt wieder. Hä, hey, was denn? Also, nix, alles gut, Hermano. Oder was wollen Sie sagen, Jeder? No. Moment, Jungs, ey, können wir alle, die nicht OGs sind, von hier weggehen, Digga, bitte. Come on, Herr Chico. Alle, die nicht OGs sind, Digga, bitte in der Anwesen, Digga. Dankeschön. Gut, beginne Herzdruckmassage. Brust ist weich, nicht verhärtet. Babe, danke für deinen Prime. Was meinen Sie denn, Jeder? Ja, dass du zufällig da bist und genau in dem Moment ein Baller hier auftaucht. Digga. Nein, der war und hier. Ich bin hingekommen, um mit euch zu sprechen. Bin schon den ganzen Tag hier. Du bist schon den ganzen Tag hier. Wir sind gerade vor 15 Minuten hier. Das ist ja, erzähl. Ich hab heute einen abgeknallt, der auch Ballers war. Einen haben wir weggeschickt, der hat sich umgezogen. Das ist der dritte. Das heißt, Ballers sind unterwegs. Hast du Bock, die zu jagen, Bruder? Bruder, ja. Also ich bringe ihn um, der Lila trägt und nicht, was das ist. Ja, fertig. Aber wir meinen okay. Jetzt, wir meinen jetzt, wir sofort jetzt gehen wir in die Stadt und jagen die alle. Falls wir sehen. Wollen wir los? Ja, komm. Weil die das werden ihn wahrscheinlich hochholen und läden wollen. Ich hab eine AK, Ja, lager doch rein. Ey, yo, ich, Isco, Mahmoud gehen Ballers suchen. Ey, yo. Das können gleich alle machen. Ja, aber es ist schlauer, wenn man sich verteilt und sucht und dann durchfunkt, wo die sind, weißt du? Höhere Wahrscheinlichkeit, dass man welche findet. Natürlich. Nicht zusammen rumfahren in Kolonne, jeder einzeln. Okay, ja, let's go. So, macht euch bereit, Mann. Hast du Pistole, Isco? Ja. Revolver. Okay, sehr schön. Ja, Revolver, was willst du da treffen bei Drive By? Bruder, Revolver ist wirklich. Mein Lieblingswaffe sogar. Echt? Ja. Bei mir ist es die 50 Kaliber. Ich liebe Revolver. So, endlich Mahmoud, ey. Hey Jungs, if you see the ballers, then you can call us. Ja. Fahr mal zum Würfelpark. Ja, okay. Die sind safe am Würfelpark. Ja, Bruder, heute waren zwei andere hoch, deshalb. So. Wenn wir welche sehen, wollen wir die direkt abknallen einfach, weil die sollen ja gesagt haben, die Ballers ficken uns und so weiter. Crosshair, bann den für immer, Bruder. Das war seine erste Nachricht. Bitte alle nicht auf die Anwesen, bitte. Mahmoud? Ja, also ich werde direkt schießen, Bruder. Okay, dann würde ich sagen, bleib kurz stehen dann, dass ich direkt Headshot gebe, ja? Oder so. Nein. Wir werden erstmal zu denen hingehen und sagen, wir werden dich jetzt jeden Tag töten, bis du die Farbe ausziehst. Also denen nochmal vorher Bescheid sagen. Okay, wie du bist. Bin ich, danke für deinen Zuhörer. Kuss. Sollen wir die Würfelpark-Panel hier fragen, ob die Ballers gesehen haben? Ja, kannst du. Hat jemand von euch Graffiti-Entferner? Wir haben die Ballers haben hier bei uns Graffiti geschrieben. Nein, ich hab keine Zeit gerade jetzt. Yo, mach die Musik aus, du Wichser. Lass ich euren Dings unterbleche, aber mach mal kurz Musik aus. Habt ihr hier irgendwelche anderen Typen gesehen, die außer wir lila tragen? So lila Bandana. Ja. Wisst ihr, wo die hingegangen sind? Da stand die ganze Zeit einer am Krankenhaus. Da stand einer am Würfelpark, da hinten. Und, ja. Und Richtung Krankenhaus. Alles klar, danke dir. Ja, yeah, alles klar. Rein. Viel Spaß weiter beim Konzern. Ja, danke. Krankenhaus, machen wir. Lila Kusch, danke dir auch für deine 2 Monate. Moin. Das war keiner, glaube ich. Ne? Wir können dir nicht direkt Kopfschuss verpassen. Doch, Mann. Oder ich habe die Leute dreimal habe ich die heute gewarnt, aber von mir aus machen wir nicht. Achso, du hast ihn dreimal gewarnt. Ja, dreimal. Ja, dann tun wir. Nein, das ist der Dritte. Das war der Dritte. Und die Sonja Bleitenberg gesagt haben, die Ballers holen sich das alles wieder zurück und beschützen ihre Farbe oder so, weißt du? Deswegen, das ist schon Kriegserklärung. Ja, man kann trotzdem von hinten rein, Digga, ob du absperrst oder nicht. Aber die Ballers sind ja noch nicht mal offiziell, oder? Ja, das ist ja das. Wenn ja, sollen sie offiziell sein, das wäre sogar gut. Ja, dann wird die jeden Tag weg, Bruder. Jungs, macht
alle Graffitis einmal weg, Digga, ja. Michael Jackson, danke dir für deine 2 Monate. Okay, Jungs, ich muss für 1-2 Stunden schlafen gehen. Wir hören geh mal zu den Crips, ob die irgendwen gesehen haben. Also, gute Nacht, Malik. Geh ja, okay, mal zu den Crips, eine gute Idee. Schön, Breaker, danke dir auch für den Prime. Ja, Michael Jackson daneben. Alter. Hallo? 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 Achso. Okay, und? Jetzt der Dings verreckt. Man hört mich überall, ne? Hört ihr mich? Ja, ich höre dich. Ja, okay, okay. Crips, hä? Ja, fahr mal zu den Crips. Let's go! Ist heute der 9. Die Außenwände, ja. Hier unten an der Außenwand steht auch was. Ach, das weg. Hey Jungs, warte kurz. Sorry, danke dir für deine 1000 Bits. Ich muss kurz ein. Leute gesehen, die sich als Ballers ausgeben, okay. Die so alle haben, Sachen anhaben wie wir. Wo? Okay, danke mal. 2 Leute aufgewacht. Oh, ich glaube, wir müssen los. Okay, danke. Alles okay, Ando? Was ist das hier? Ja. Ich muss so ein Kackbahnticket jetzt kaufen für meine Schwester. Krankenhaus. Jeder sagt Krankenhaus. 2 Stück. Oder was sollen wir jetzt machen? Krankenhaus, sag ich dir. Ja, aber wollen wir jetzt die ganze Zeit beim Krankenhaus warten, oder? Ja, deshalb, oder? Check ich auch nicht. Nee, Lose, wo bist du? Hä, hey, was ist mit dir? Ich bin unterwegs. Am besten bring noch 1 Million mit, wenn du kommst. Komm hierher. Hä? Komm anwesend. Ja, also, und 1 Million mitbringen. Was? BF3 Pusher. Ich. Hä, hey, hier sind ein paar Leute, die haben Auftrag. Für 1 Million, die haben gesagt, du hast das mit dem Preis nicht abgemacht. Komm her. Ja, warte, ich komme. Aber ich hab denen schon 1 Million gegeben. Was hast du wieder für Scheiße gebaut, Sosa, Mann? 1 Million, aber ich hab das schon gegeben. Das waren die Crips, die haben als erstes gehabt. Okay, ohne Sinn, ja. Mike, danke für deinen Prime und Skinner, danke dir auch für euer Prime. Für dein Prime. Für euer Prime! Yo! Was wollt denn ihr? Olla! Ja, ja. Yeah. Wir sind die Besit Elektronik GmbH, sieh? Wer macht Besit nix, nichts kommt, Besit Elektronik. Und wir haben einen Auftrag, Sosa.
Guck mal, ist deine Unterschrift. Wo ist meine Unterschrift? Guck unten rechts. Komm mal zu mir. Sieh. Jetzt guck unten rechts. Siehst du das? Ja. Yeah. Ich weiß nicht, ob die deine Unterschrift gefaced haben, aber... Warte mal, Pablito. Ich glaube, ich kenne das Ding. Ich glaube, du kennst das Ding. Nein, ich kenne das Olaf, nicht. Ich glaube, du hast ihn aber... Oder dein Chef hat ihn irgend so einen Umschlag gegeben, wo 500 Gramm stand oder mehr. Oder Kilo oder so. No, ich weiß und deswegen hat er unterschrieben. Nee. Das ist meine legale Firma. Das ist gar nicht, was du mir hier unterschreibst. Was habe ich da denn unterschrieben? Wir müssen Wartungsarbeiten bei euch. Sie, Wartungsarbeiten, weißt du, ihr habt Kabelmaden. Und wenn das die Lichter im Pool Problem. Müssen ausgetauscht werden, das sind mindestens 26 LED-Birnen. Genau. Guck mal, Sosa, das Problem ist, wir sind in der Woche 15 Mal in der Staatsbank schon wegen Kabelmaden. Bevor das bei euch schlimmer wird, lasst uns das Problem vom Grund aus beseitigen. Sie? Ganz genau. Dann habt ihr auch ein sauberes Umfeld, keine Probleme mehr mit Kabelmaden. Ihr könnt gerne mal bei der Polizei anrufen und nach Kabelmaden fragen. Wenn die das hören, Sie? Die kriegen Nervenzusammenbruch. Die wissen ganz genau, was auf euch zukommt. Und dann sagen sie, Elektronik ist die perfekte Firma. Die haben mir 5 Sterne gegeben. Sosa, ich bin abgesehen, ist meine Aufträge erhalte ich mittlerweile von der Polizei und von dem Staat. Weißt du? Die sagen, rufen an. Hey, wie lange dauert das? Elektronik gehen wir. Das dauert nicht lang. 10 Minuten vielleicht? Maximal 15. Ja, mit Kabelmaden kriegen wir raus. Ich hab da einen Trick rausgefunden mit den Kabelmaden. Darf ich euch zugucken? Ja, natürlich. Ja, klar. Dann gehen wir jetzt mal einen. Über das Geld können wir. Sosa. Der Sepp soll dir mal die Rechnung kurz zukommen. Sepp kannst du kurz zukommen. Ja, ich schicke dir immer die Rechnung, Sosa, im Defizit. Nee, das Problem ist aber, dass hier 5 Millionen Leute im Funk reden und ich nichts verstehe. Entschuldigung. Da steht auch keine Zeit bei den SMS. Was habt ihr gesagt? Schau einfach in den Defunk, ich schicke dir eben die Rechnung noch, lieber habt ihr. Dass du Bescheid weißt. Aber ey, Jungs. Ja, über den Betrag können wir reden, das passt ja. Also ich bin bereit, euch zu entlohnen. Ich habe gehört, ihr macht gute Arbeit, aber 1 Million... Das sind die Besten. Ja. Ihr Bodenlosen! Ihr Bodenlosen! Oh mein Gott! Oh mein Blitz, Alex! Oh mein! Sosa. Mit Kabelmorden ist nicht zu spaßen. Dass ihr euch nicht schämt! Dass ihr euch nicht schämt! Ich habe eine Ausbildung gemacht, genau für diese Situation. Bei Kabelmorden jetzt willst du mich nicht entlohnen und sagst bodenlos. Ja, aber ey, Jungs, 1 Million, also komm. Ey, Jungs, ich geb euch die Million von mir selber. Ich geb euch die Million. Für das, was ihr hier gemacht habt, gebe ich euch die Million. Da müssen wir jetzt auch anfangen. Da müssen wir aber echt langsam anfangen. IBAN-Nummer. Sieh, das ist meine... IBAN? Hol mein Schweißgerät schon mal. Dann kannst du das hier überweisen. Ey, und mein... Umsatzsteuern, oh mein Gott. 31 Cent. 1 Million und 31 Cent wegen Umsatzsteuer. 19%. Das sind aber keine 19%, ihr Wichser. Doch, das passt schon. Wir müssen jetzt auch anfangen, weil wir haben ja die ganze Tagzeit. IBAN, bringst du mal bitte die LEDs rein. Ja, hier. Könnt ihr schon mal die Tür geht's mal rein, ich komm gleich. Fangst du mal an, meine schönen Arbeiter. So Särgen, fahr den Wagen. Kannst du die Kabel mitnehmen aus Glaubst du mir, ist das wie unsere Firma ist... Ey, warte mal. Endsumme? Ihr habt reingeschissen. No, das sind die mexikanischen... Nein, ihr habt reingeschissen. 100.000. Das sind 100.000. Das ist in Pesos gerichtet. Ja, Pesos in Euros sind das eigentlich... Ey, Jungs, ihr habt reingeschissen bei der Endsumme. Da steht 100.000. Dann kann ich euch leider nur 100.000 geben, ihr Idioten. Warte, zeig mir mal die Richtung, bitte. Doch, da steht 100.000. Warte mal, wer hat die... Ihr habt verkackt. Ey, welcher blöde Wichser hat einen Tippfehler gemacht bei der Rechnung? Ihr blöde Wichser! Ihr Idioten! Ja, 100.000, Digga. Ja, habt ihr reingeschissen, kriegt ihr 100.000, dann geht rein. Deal ist Deal, verdammte Scheiße. Auf der Rechnung, Sosa, steht meine IBAN-Nummer, da kannst du es überweisen, sieh? Und bei Fragen stehen wir euch zwischen 8 und 19 Uhr jederzeit zur Verfügung, gar kein Problem. Wo ist denn die Telefonnummer? Warte, steht unten. Unten. IBAN. Ach, die mit 8.1. Da bei Besit Elektronik GmbH und so unten. UST und so. Fängt die mit 8.1 an. Aua! Sie 819. 819. Ja. Ja. Ah. Das ist Marcel, das Bruder, wer kramt da seine Wohnung aus, Digga? Ich raste hier aus. Das heißt, die machen Frühjahrsputz, glaube ich, so. Okay, lass die anfangen, Digga. Ich würde vorschlagen, wir machen mal... warte mal, das sind... Ey, Pablito! Ja, komm, ich hol dich, ja. Das sind keine 100.000, das sind 10.000. No, jetzt verhörst du mich, blöder Wichser, das sind keine 10.000. Guck mal, da ist eine 1 mit einem Punkt,
Dann was? Drei Punkte, drei Nullen, dann Punkt und zwei Null. Was? Nö. Ey, was ach ist du das? Scheiße. Susa, können wir nicht so tun, hallo? Als würde da eine. Nee, warte, wer ist das? Wer ist das? Wer ist das? Wer ist das? Das ist das? 20 nein, bist du hier? Wer ist das? 20, da, das ist ey, hier vorne? Ach, Quatsch. Der ist das, ja. Sorry, ich war im Kopf. Oh mein Gott, das Glück gehabt, dass ich verhält habe. Natürlich, Mann. Du hast ihn getroffen, wie hat er das überlebt, Mann? Bei mir hast du ihn im Kopf getroffen, Digga. Hä, wie hat er das überlebt? Du gibst mir einen schweren Revolver auf den Kopf. Schon nein, nein, ich hab mich verhängt. Wolla Villa bei mir hat sein Kopf explodiert, Digga. Bei mir auch. Ey, Pablito, du sag mir nochmal deine IBAN. Warte, 819. Was ist Problem? 819. Sie, aber Susa, tun wir so, als wird da eine Millionsding, ne? Nein. Kommst du bei wie ein Mann aus? Nein. Guck mal, guck mal, wie professionell wir unterwegs sind, verdammt, das heißt. 819. 819 dann? 5800. 7812. 7812. 499. 490. Olaf. 99. Sie. Ja. Okay. Komm mal bitte ganz kurz zum Eingang vorne am Tor. Ja, ich muss kurz mit dir reden. Hier. Yeah. Hast du mir gerade 10.000 überwiesen? Ja, 100.000. Ja, ich komme. 100.000, okay, gracias. Beehren Sie uns bald wieder. Viel gracias, vielen lieben Dank, dass Sie Business Electronics gebeten haben. Yo, gracias. Ich muss weiter gracias, und viel Spaß, gracias. Ja? Falls Sie nochmal Probleme haben, sage ich Bescheid. Oh, viel Spaß bei den Mardern, Digga. Digga, habt ihr das gesehen? Was denn? Nö. Die Rechnung? Nee, habe ich nicht gesehen, Digga. Junge. Haben die sich Mühe gegeben, oder was? Bruder, schau mal in meiner GoPro. Ja, warte. Ja? Oh mein Gott. Schau mal. Digga, wie kann man so hobbylos sein? Auftragsbestätigungsnummer 69. Guck mal, bei Endsumme haben die reingeschissen. Die wollten eine Million schreiben, haben 100.000. So schlecht, Digga. Egal, scheiß drauf, Digga. Los, yo. Digga, wie kann man so scheiße sein? Warte. Ich zeig mal, lass noch offen. Ey, Mann. Lass mal kurz offen. Ja, Digga. Can you stop? Mach wieder auf. Rechnung. Yeah. Ja. 18 Stück, Anfahrt und Aufbaupauschal. Das sind aber nur 10.000, Digga. Was haben die da gemacht? Keine Ahnung, Mann. Ich hab den 100 gegeben jetzt. LED-Lampen, 18 Stück, Digga. Das kann halt wieder nur Olaf gewesen sein, Digga, der das bestellt hat. Bruder, das ist so krass gemacht, ne? Das war's doch, du. Marcel, du hast doch vom Greitenberg die Nummer. Der ist hier bei uns am Anwesen wegen Künstler stehen. Ja, entweder ich stehe gerade bei ihm. Entweder du kommst jetzt zurück, Marcel, oder sag ihm, dass er später kommen soll. Schick ihn weg, Digga. Schick ihn einfach weg. Ey, unser neuer Club, Jungs. Ist das unser neuer Club, oder was? Unser neuer Bruder, ja. Freitag ist die erste Dienst. Ja, da ey, aber da läuft den schon Pläne. Da läuft aber keine Kackmusik. Wie? Ja, also, du doch DJ dann. Lass doch einen machen. Nee, ganz bestimmt nicht so. Warum nicht? Was willst du mir eigentlich erzählen, Alter, über Musik, du bist ja, Mr. Ice Cube. Nein. Digga, ein Läufer bringt so eine Nachricht. Das muss einer von dir. Ich ruf ihn an, Digga. Hey, yo, ich hab's erledigt, Digga. Der zieht jetzt ab. So. Okay, was soll man machen? Warte, das ist auch nicht böse gemeint, aber weißt du, das zeigt Schwäche, wenn wichtige Nachrichten von Läufern übermittelt werden. Das ist ja auch nicht böse gemeint, das kannst du vielleicht nachvollziehen. Da muss man einfach von den Abis Bescheid sagen. Nee, natürlich. Ich bin nur sehr gut mit 13 weg, deswegen. Ja, ich verstehe das, Digga, aber... Ich glaube, seitdem ich in dem Staat bin, habe ich das Wort Abi öfter gehört, als ich mein ganzes Leben ich insgesamt. Auch, ich auch. Vorher. Ich habe nicht mal meinen echten Bruder Abi genannt, Digga. Beste Leben, Digga. Boah, Kopfschmerzen, dein Vater. Ey, ist das bei euch auch so schlimm, Mann? Ja! Oh mein Gott. Die müssen echt mal diese Cyberball und so Kacke hier rausnehmen. Ja. Ey! Muss. Wer ist denn da? Ramirez! Ja, bitte. Jo, ich hab gehört, du hast einen kleinen Schwanz, du Pisser. Ja. Was sagst du dazu? Genauso wie deine Mutter. Meine Mutter hat überhaupt keinen Schwanz. Was redest du, Digga?
Ich hab sie gestern Abend gesehen mit einem Dödel. Ja, du kleiner Bastard, Digga. Lass mich dich nicht ficken hier, ja? Auf offener Straße, du Wichser. Heres, ist Olaf da? Scharf? Der ist im Anwesen, wieso? Ja, wegen Autokaufen. Du meinst den Abi? Du musst zum Anwesen dann. Abi, du musst auch Abi sagen, Digga. Du musst auch Abi sagen. Ja, ich sag Abi. Genau. Ist er da? Ich wollte Igor kaufen von denen. Ja, frag, ihr fahrt zum Anwesen vor, da warten Leute, sagt, du musst zum Olaf, Digga, ja? Was? Ja, warte, ey, wenn ihr welche abholt, sei mal ruhig, Mann! Komm, wir kurz reden? Ja. Ja, komm. Garage. Wir haben Infos, Jungs, die haben Infos über die Borlas bestimmt, kommt. Ihr habt doch gesagt, ihr sollt hier. Was will die Polizei da jetzt, aber? Hey, Jungs, ihr wolltet doch diese lilanen Leute, ne? Ja. Moment, warte noch, Garage. Da hinten steht einer, okay. Da hinten steht einer, okay. Moment. Was für die Polizei da, Mann? Warum ziehst du eine Waffe? Schluss wahrscheinlich. Nee, das war auch ein bisschen. Alles gut. Fahr mal hin. So, hier. Wo ist der? Der da. Oh, wunderbar. Oder meint die den? Ja doch, der hat sogar Bandana gerade extra angezogen. So, kannst du mir mal erklären, warum du hier eine Klamotten an hast? Was wird das? Los, ja. Soll ich aussehen? Warte. So. Ich erkläre dir mal ganz kurz. Wir haben vor 3 Minuten den Frack verlassen. Der hat einfach nur irgendwas angezogen, was er gerade im Schrank hatte, wenn du verstehst. Schau mal, ich habe keine anderen Outfits mehr und mein altes Frack-Outfit kann ich halt nicht anlassen. Ich zieh mich sofort um. Aber er ist halt wirklich, das Problem ist, er ist halt wirklich Ex-Baller. Also er ist wirklich Baller gewesen. Ja, ist halt aber wir versuchen uns hier nicht irgendwie als was auszugeben, sondern wir sind einfach nur hier und gammeln. Okay, wunderbar. Wenn du es umziehst, dann ist ja. Jojo, ich fahre sofort zum Klamotten. Wunderbar, ich danke dir, Digga, ja? Jojo. Jo. Ey, sag mal deinen anderen Jungs auch Bescheid dann bist. Alles nein, gut, das bin nur ich, alles gut. Okay, okay. Ja, okay. Mahmoud, bitte noch einen Punkt? Ja. Hast du jetzt Zeit oder hast du es wieder, weil wegen den Waffen? Ja, ich komm gleich, dann warte kurz. Ey, gib kurz nochmal. Hat jemand was zu trinken? Gib mal. Ich hab auch nichts mehr. Ja, komm mal. Shop. Ich geh ganz kurz zum Shop. Ja, mach. Ist gut, wir kommen, ja. Ich nur ganz kurz hier was von dieser Impfung. Hab kein Dings. Kein Geld. Ich hab, Entschuldigung, warte. Wie viel Mühe ich kriege diese Kopfschmerzen, ja. Boah. Gib her, Mann. Was machst du denn? Hol die Isco wieder. Wie er schon rennt. Steig ein. Ja, ich probier. Geht das weiter? Weiter geht's sogar. Ja, Abfahrt. Also mit den Russen sind wir im Moment neutral, ne? Mahmoud. Ja, der muss diese Club einmal geschenkt sozusagen. Verstehst du, wenn ich dir sage, ich brauche einen neuen Strang, Digga? Verstehst du, ne? Ja, 100% Bruder. Was? Ja. Wir haben eigentlich was jetzt. Was haben wir denn? Also guck mal, ich muss halt sagen, was willst du eher für ein Bündnis? Kali oder Toast? Ihr müsst euch entscheiden. Toast. Und auf jeden Fall Toast, Digga. So. Hab ich dir schon gesagt, Kali. Wenn das, dann haben wir ja mit Breitenberg. Schau mal, was der gesagt hat zu uns. Mit Breitenberg? Ja, natürlich. Ich hab doch vorhin erzählt, Bruder. Okay, soll ich den Wichser. Soll ich mich um ihn kümmern, wenn du verstehst, was ich meine? Und sollen wir den rufen? Wir reden ein bisschen mit dem an einen schönen Ort. Warte, ich bringe dich an einen richtig geilen Ort von Isco und mir. Den haben wir vorhin rausgefunden. Ciao. Okay. Seid ihr ready dafür, dass wir mit Kali Kartell anfangen? Eine Frage. Bruder, ich sag mal so, wir müssen ja nicht jetzt direkt abknallen, aber wir können ja zum Beispiel jetzt schon mal so zeigen, okay, wir sind ein bisschen angepisst, verstehst du? Und sobald wir dann diese Bündnis haben, dann können wir erst machen, davor nicht. Nee, jetzt nicht übertreiben, Digga, so langsam. Nicht übertreiben, ja, genau, so rantasten, sag ich mal. Also ich sag mal so, ich bin hier
Ich mach das, was der Vize-Abi sagt. Und der Vize-Abi genau. Ja, genau. Wart mal hier hin, Moment. Ich kann mir dann Mitternacht wieder alles anhören, Digga. Während wir Rechts. Das ist ein Anwesen, Jungs, wenn wir da wohnen, also nebenbei so auch noch wohnen könnten, das wäre so klang. Ja, Bruder, ab jetzt gehört es uns, fertig. Wer will was sagen, Bruder, wer? Park hier jetzt dann, warte. Isko, ich habe eine Frage, Digga. Ja? Wie läuft es denn bei dir ab, wenn du rechts und links mit einem Buchstaben markieren müsstest? Weil beides fängt bei dir mit L an, Digga. Ja, Mann. Rechts und links? Ja, ja, das Problem ist, wie machst du das, Digga? Stimmt. L und L. Nee, also, sag immer das andere L. Dann müssen ja, das sag, dann sag ich mal das andere L. Kann ich auf? Ja, komm. Abschneiden. Bin ich doch. Muss er rein. Warte, Chef. Warte, bleib einfach da. Nein. Wo sitzt der denn? Hä? Wie, warum geht das nicht? Warte, ich weiß wie. Rutscht, Jungs? Ich sitz vorne. Dann sitzt vorne. Ja, dann mach Drive! Ihr müsst einfach nur chillen. Ja, jetzt. Okay, lasst alle gemeinsam hier rein gehen. Ja, schau. Oh, das Anwesen ist so geil. Kommt rein. Oh mein Gott. Schau, Digga, jetzt geht links auf die Terrasse entlang, den Balkon entlang. Aber dieses Gespräch müssen wir eigentlich zum anderen. Geht links einfach ganz normal entlang. Das sieht so geil aus, die Aussicht. Oh mein Gott, ja. Hier morgens haben wir es jetzt Mutter eingeblasen bekommen. Mashallah. Schau mal, das, was ich meine, ist da rechts. Seht direkt da rechts. Seht ihr das? Mit diesem fetten Pool da. So alles Fliesen. Die ist da. Park. Was sagt ihr, Leon? Oder ey, wir sitzen hier. Das ist sogar auch geil. Wir sitzen hier mit dem. Mit wem denn? Mit Blinden. Wollt ihr den abknallen direkt? Nein. Lass doch. Also ich hab nichts dagegen so. Abi, was sagst du dazu? Stimmt, Vize-Abi, was sagst du dazu? Aber schau mal, der hat uns echt, er hat uns so zum Clown hat er uns gemacht, mit das, was er davon geredet hat. Soll ich den herholen? Ja, ich würde schon sagen, oder? Okay. Och, Baba Aussicht. Die Luft ist so schön hier oben. Wie lehnt man sich eigentlich an, Chat? Was hat der denn vorhin gesagt überhaupt, Jungs? Boah, Bruder, wisst ihr, dass sie echt wissen, was der alles meinte? Der macht mir eine Ansage, weißt du? Ich meinte so auf korrekt, so. Er meinte, wen siehst du dich eher mit wem am Bündnis? Ich sag dir ehrlich bei euch, aber wenn ihr euch Zeit lässt, ein paar Tage, dann wir müssen auch weiter gucken, wo wir bleiben. Und dann werden wir wahrscheinlich dann andere Bündnis nehmen, ne, so. Und dann meint er so, ja, das verstehe ich, dies, das. Und auf einmal sagt er, aber ich schwöre euch, wenn wir jetzt die LCN verlassen und die mit uns kein Bündnis macht, dann sage ich, willst du mir gerade drohen, so. Wir haben, waren doch gerade noch gut, verstehst du, wie ich meine? Und dann sagt er, ja, will ich. Dann stell mir, oh, Bruder, Bitcoin zuliebe habe ich den nur getasert, okay? Dann sind wir weitergegangen. Ja, dann sind wir weitergegangen. Okay, und dann sagt er irgendwas mit, ey, du hast doch eh bestimmt 30 Brüder. Und fängt an so zu lachen. Und dann sage ich, nee, ich habe 4 Brüder. Dann sagt er zu mir, Dings. Ja, und die bestimmt alle 30 in einer Zwei-Zimmer-Wohnung. Erwartet, ich habe den SMS geschrieben, ja? Echt also einen auf den ich bin pleite und Penner, Bruder, weißt du? Da meinte ich, nee, wir wohnen in einer Einzimmerwohnung, so haben wir sogar gewohnt. Ne, und da meinte ich, aber weißt du was, das Gespräch ist beendet, ich will dich nicht mehr sehen. Da sagt er, nee, ich bin nicht, ich meinte, Olak, da meinte ich auch noch, Olak Breitenberg, verschwinde von meinen Augen. Jungs. Ja. Ich bin ganz kurz im Kopf, ich warte hier, der ist auf dem Weg hier, ja? Okay. Und dann meinte er halt zu mir so, ich bin nicht Bitcoin, dass ich gehe, ich bleibe und so. Weißt du so? Der hat das bestimmt auch nur als Spaß gemeint, aber trotzdem, Bruder, ich habe das schon ein bisschen ernst genommen. Weil damals mit Verhältnissen sind wir aufgewachsen, weißt du, was ich meine, ja. Bruder? Darüber macht man sich nicht witzig, Bruder, das geht nicht. Weißt du, wie ich meine, Mann? Wir waren auf der Straße, Mann, wir mussten selber für unser Brot sorgen. Das ist so, Bruder, das ist so. Nicht so wie so ein anderer Schwanz, Alter. Nein, Bruder, das war alles schwer, Bruder. Schwere Zeiten haben wir hinter uns. Schwierige Zeiten, Mann. Weißt du, was wir damals machen mussten, Bruder? Was? Was musstest du machen? Warte, Jungs, warte kurz, Mann. Es ist schwer, darüber zu reden. Gib mir eine Minute Zeit, Bruder.
Sosa war einfach schon immer reich, nee. Mahmut. Warte, Bruder, warte. Was musst du... Ey, das Anwesen da links, ne? Sosa, das ist mindestens ey, Jungs, okay, genauso jetzt, geil. Hör mal zu, jetzt kann ich drüber reden, hört ihr mir zu? Mhm. Ja. Wir waren da mal so arm, wir mussten unser Toilettenpapier waschen, damit wir es nochmal benutzen konnten. Wisst ihr, wie ich meine? Ja, du bist. Übertreib, Alter. Wisst ihr, wie arm wir noch waren? Sollt ihr das wirklich wissen, Mann? Sag. Oder warte, das ist auch gerade schwer, darüber zu reden. Yo, Marcel, seid ihr noch ein bisschen unterwegs, auch am Gucken, oder was? Marcel ist kurz am Nachdenken. Okay, danke. Jo, oder weißt du, was bei uns war, Mann? Da, den Tipp habe ich auch, oder dasselbe habe ich bei dem einen Typen gesehen vom deutschen Fernsehen. Du leihst eine Ecke ab vom Toilettenpapier. Boah, hör mir auf damit, Alter. Hör auf damit, ich schwöre, red gar nicht weiter, Alter. Der Bodenlose, der Gottlose. Du machst ein Loch in das Toilettenpapier. Du machst ein Loch in das Toilettenpapier in die Mitte, ja? Dann steckst deinen Finger durch das Toilettenpapier, deinen Mittelfinger und dann in deinen Popo. Und danach ziehst du es raus und gleichzeitig wischst du damit deinen Finger ab. Ja, und mit dem, was du in der Ecke hast, machst du dir die Fingernägel sauber. Der Bodenlose, Alter. Bruder, wir waren da mal so an, wir mussten uns sogar den scheiß Schlaf mussten wir uns sogar teilen. Versteht ihr? Den was? Den Schlaf, Bruder. Den Schlaf? What the fuck? Isko versteht's nicht. Ich versteh's halt echt nicht. Schlaf teilen, Mann, die waren so arm, die mussten sich sogar ihren Schlaf teilen. Ja, verdammte Scheiße, Bruder. Ja, ich versteh's als echt Kind. Nicht, keine Ahnung. Isko, magst du Süßigkeiten, magst du Bonbons, Bruder? Ja, natürlich, wenn nicht. Bruder, wir haben auch Bonbons gegessen, aber weißt du was für welche? Was? Wir mussten an Steine lutschen, weil wir kein Geld für Bonbons hatten, Bruder. Bruder, ich hatte zwar Bonbons, aber weißt du was bei mir war, Mahmut? Was ich durfte nur bis Hälfte lutschen, dann muss ich meinem Bruder geben. Jo, okay, sorry. Mahmut, der Kontaktmann hat gesagt, er ist bis spätestens 9, also bis ab 19 Uhr ist er schlafen. Also wir müssen vorher mit ihm. Ey, apropos lutschen, Digga, was ist los, Digga, hier? Keine Ahnung, deine Mutter ist schon weg. Wieder da. Spaß. Ey, rede mit dem, okay? Und sag mir einfach die Preise, schreib die mir dann, sag die mir einfach. Jungs, Kali. Ey, ich bin auch 2 Minuten im Kopf, ja? Ganz kurz, ich muss kurz. Kali ist beim Anwesen, hat er gesagt. Hä, Breitenberg ist bei uns am Anwesen, nicht hier. Hast du vergessen, ihn herzurufen? Ich hab den hierher geschickt, Digga. Hast du gesagt, hier? Achso, ja, hier. Der müsste hier sein, oder? Nein, Moment, ich check mal die Lage ab. Der müsste hier sein. Sind die Kalis bei uns, oder? Ja, und die Bundeswehr ist vor der Tür. Ruf ihn mal an. Kalis sind falsch gefahren. Die ziehen da wieder ab, ja? Lass die Kalis in Ruhe. Olaf, bist du hier in der Nähe vom Anwesen? Die Bundeswehr möchte dich sprechen. Kurt. Ey, Euro. Ich bin Kurt pissen, ja. Olaf? Mach das mal, mach das. Einmal 2 Minuten Funkstelle, bitte. Bevor wir anfangen, ich bin gerade der glücklichste Mensch der Welt, Mann. Ich hatte gerade Glücksschiss. Wieso? Hast du Glücksschiss gehabt? Oder? Ja, Mann. So lange nicht mehr. Was ist ein Glücksschiss? Okay, ich hab mir den Arsch abgewischt und da bin ich ein Stückchen Scheiße dran. Geh zu meinem Chef, Mann. Okay, das freut mich für dich. Breitenberg, wie geht es dir? Bestens und Ihnen, mein Freund. Ja, lehn dich doch ein bisschen dahinter an diesen. Genau. Damit wunderbar. Damit der Scharfschütze perfekt auf mich zählen kann? Nee, Digga. Scharfschützen sind leider in der Stadt nicht mehr geduldet, Digga. Ach ja. Deswegen musst du dir ja keine Sorgen machen, ne? Alles entspannt. Richtig. Breitenberg, ich habe da eine Kleinigkeit von Mahmut gehört. Willst du dich mal dazu äußern, Digga? Mahmut, der hat da, glaube ich, was falsch verstanden. Ich habe ihn nur ein kleines bisschen geneckt. Aber falls ich ihn gekränkt habe, möchte ich mich natürlich entschuldigen. Okay. Ey, Breitenberg, Mann, du hast darauf aufgespielt, dass ich und meine Familie, dass wir arm sind, Mann. Verstehst du? Dass wir in einer kleinen Wohnung wohnen und so eine Scheiße, Mann.
Aber wir waren arm. Weißt du, wie arm wir waren? Willst du das wissen? Sag's ihm, Armut. Sag's diesem hochnäsigen Schnösel. Ja, wir mussten Müsli mit der Gabel essen, um Milch zu spannen. Verstehst du? Er war so arm, Mann. Er hat nach dem Scheißen sein Klopapier wieder sauber gemacht, damit er wieder Klopapier hat. Wir haben das Klopapier gewaschen, um es nochmal zu benutzen. Ich dachte, das wäre umweltbewusst, wie es sich nennen würde. Also, ja. Aber ich kann es nachempfinden. Tatsächlich, ich hatte meine Kindheit. Bitte kurz Funkstille. Ich hatte in meiner Kindheit auch nur 2 Rennpferde. Ich habe mich geschämt. Jeder andere auf meinem Internat hatte 5. Dass er sich nicht schämt, Alter. Gut, erzähl noch was, Digga. Da hat dir doch noch was nicht gepasst. Also ja, verdammte Scheiße, du drohst mir auch noch. Wie, was hab ich da gehört? Du hast mir gedroht, Mann. Du drohst ihm? Breitenberg, stimmt das? Nein, ich habe ihm nur gesagt, dass wenn man uns auseinanderfinden hat mit der LCN, dass ich dann sehr sauer werde. Und das hat als Drohung aufgefasst. Wer ist das dann da neben dir? Bro, Bruder, wer warst du nochmal? Bruder, mein Name ist Zico. Zico, nehmen Sie die Maske. Zico, ist gut, Digga. Ich hab dich nicht erkannt, wegen der Maske. Ja. Alles gut, dein Mann. Mahmoud? Das dulde ich nicht, Breitenberg. Ich weiß, wir verstehen uns eigentlich gut, ja? Aber das dulde ich nicht. Mahmoud ist mein Bruder schon Ewigkeiten, ja? Und dass du ihn so an den Bein pisst, das dulde ich nicht, Bruder. Was machen wir da jetzt, Breitenberg? Was machen wir jetzt? Meine Herr, ich hab dich sogar gefragt, soll das eine Drohung sein? Und du meintest, ja, es ist eine Drohung. Was? Er hat noch gesagt, es ist eine Drohung. Ich möchte mich aufrichtig entschuldigen bei dem Herrn Mahmoud. Demütig. Demütig entschuldigen. Richtig, ich senke meinen Haupt und bitte um Vergebung. Okay. Nimmst du das wirklich so ernst, Breitenberg, wie Sie sich wirklich bei uns entschuldigen? Richtig, wenn Sie sich gekränkt fühlen, okay. Guck mal, du hast mich runtergemacht, verstehst du? Und ich habe es den Jungs erzählt, weil ich denen alles erzähle. Und dann automatisch, mein Kopf ist jetzt weiter unten, weil die sich jetzt denken, schau mal, Mahmoud ist gekränkt von einem Typen und so, verstehst du? Deshalb, damit du auch ein bisschen runtergemacht wirst, tanz wie ein Clown für uns. Dann vergesse ich das. Nein, ey, warte. Lass mich erst mal reden, bevor du wie ein Clown tanzt. Was checkt der an Fungro nicht? So, was ist eine Sache. Nur eine aber. Die checkst du nicht, ne? Jo, erzähl. Weißt du, was ich für ein Gefühl hab bei dir? Was? Dass deine Ehre, dass du gar keine Ehre hast. Dass du alles machst, nur damit du am Ende vielleicht höher stehst. Also karrieretechnisch. Du hast gar keine... Hätte ich keine Ehre, würde ich Leuten hinterherlaufen in dieser Stadt, denen sowieso alle hinterherlaufen. Hätte ich keine Ehre, würde ich nicht versuchen, meinen Weg zu gehen. Und hätte ich keine Ehre, würde ich auf meine Ehre bestehen, wäre ich nicht hier, um das zu tun, was meine Familie tun würde. Ich biete mich gerade als Zielscheibe da, als Sündenbock. Und das mache ich zugunsten unserer beiden Familien. Wenn Sie von Ehre sprechen, denken Sie daran, dass ich mich einem Mr. Bitcoin untergeordnet habe, ohne ein Problem damit zu haben und alles dafür tue, damit es ihm gut geht. Und auch das hier gerade gehört dazu. Kopf bei den Jungs, ne? Wenn alles gut ist. Aber tanzen wie ein Clown werde ich nicht machen. Alles entspannt, Herr Würfelpark, alles gut. Nein. Ich bitte dich bitte wieder hinten dich anzureden, ja? Das ist viel besser. Weil ich rauche nicht, ich habe mit dem Rauchen aufgehört. Ach, Verzeihung. Ja, bitte. Wenn Sie das belästigen, natürlich. Ja. Also, was wolltest du, Mahmoud, dass er tanzt wie ein Clown, richtig? Jungs, einmal den Clown machen. Die Zivis wollen uns umlegen, lass sie gleich scheppern. Verzeihung, Mahmoud, das wird leider nicht eintreffen. Yo, Breitenberg, tanzt wie ein Clown. Herr Heeres, Sie missverstehen mich, glaube ich. Ja. Ich bin mit besten Absichten hier. Es ging nie darum, irgendjemanden zu demütigen und ich sehe es auch nicht ein, dass jemand von uns gedemütigt wird. Doch, du hast Mahmoud gedemütigt, aber... Auch wenn du es vielleicht unterbewusst gemacht hast. Er hat sich verletzt gefühlt. Gut, und ich habe mich bewusst dafür entschuldigt. Wenn Mahmoud gute Absichten hat, dann reicht ihm das. So. Breitenberg, du tanzt jetzt wie ein Chico. Clown. Hast du mich verstanden? Was haben Sie mit Chico gemacht? Tanz wie ein Clown jetzt, Mann. Die elendigen Barbaren. Tanz wie ein Clown. Bleib ruhig. Wunderbar. Ey, das haben wir gecheckt, wie arm wir waren. Das ist kein Clown, Digga. Ich gebe ihm gleich einen Schuss. Was ist ein Clown? Clown, Mann. Das ist kein Clown, Digga. Kein Clown, Mann. Du musst einfach nur den Clown machen. Den Clown, Mann. Mach einen auf Clown. Ja, nein. Nein, Mann, nein. Das ist peinlich tanzen.
Nein, Clown, was? Clown. Genau. Ja. Ganz genau. Ach so, jetzt hab ich's. Nein, bitte schießen Sie nicht. Ja. Sehr stark. Schaut euch diesen Clown an, ey. Sehr stark. Oh, Mann. Wozu haben Sie mich getrieben? Sie hätten doch nicht dafür Chico aufopfern müssen. Das entscheide immer noch ich, Digga, ja? Das entscheide immer noch ich. So, und wir haben jetzt Besseres zu tun. Und ich würde euch Jungs bitten, dass ihr das zu Ende bringt, ja? Ich warte im Auto. Mahmoud, haut rein. Wiederhören und reingehört. Jungs, ich bin oben von der Bundeswehr. Oh, ja, du hängst seit 7 Monaten mit Marcel ab und du kannst den Schlupf wieder schauen und reingehören. Digga, wiederhören und reingehören, Digga. Digga, ganz ehrlich, ey, Digga. So eine Scheiße habe ich aber nicht gehört. Nach 7 Monaten weiß er den Schlupf. Ey, wir müssen das Auto verschwinden hier. Ja, ja, lass mal das Auto verschwinden hier. Genau so. Warte, ich fahre das Auto kurz weg. Ja. Ja, und dann verbrennen wir das, ja? Wiederhören und reingehen. Wiederhören und reingehören, Digga. Da sehe ich dich, Bruder. Die haben doch nicht mal einen Waffenschein. Mahmoud, geh weg! Doch, diese Fünfergruppe. Drei davon haben mindestens. Oh, achso. Ja, okay, dann fahre ich. So, Abfahrt, glaubst du, das sind, also, wo bist wollen du wir schauen, wie es explodiert, oder? Ja, es explodiert. So, wunderbar. Für einen coolen Abgang, weißt du, so wie ein Actionfilm. Ja, der Bundeswehr sagen, dass sie die Jungs, das bleibt unter uns, habt ihr nicht verstanden? Aber das, was gerade passiert ist, ja, genau so. Die sind alle beim Würfelpark. Ich weiß nicht, was du meinst. Ja, okay. Ey, Jungs, wo seid ihr denn alle? Aber wir sind im Fraktionsleiter. Ich muss wieder im Funklein eine Sekunde. Mein Gott, Alter, die reden so viel. Ja, ich bin rausgegangen vorhin. Oh mein Gott. Oh, Digga, da hat jemand aber die anderen Kopfschmerzen, Digga. Jo, ich verstehe es halt auch nicht, weißt du, so. Ja, die Zivilgruppe ist da. Die immer in der Umgebung vom Medic. In diesem Sinne würde ich sagen, wiederhören und reingehört. Wiederhören und reingehört. Ja. Die laufen hoch zu uns. Hä, hatten die nicht letztens Bundeswehr? Das war doch Bundeswehr. Warte, lass mal. Hinter uns. Lass mal zu Cracky, die ist genau, er ist genau mein Würfelpark. Die wollen uns scheppern. Okay, dann lass... Fahr links. Und dann rechts rein, oder was? Wer wie sehen die Zivis aus? Sag mal bitte. Ja, die laufen die Straße. Okay, lass... Ich kann die töten. Das ist lila. Ja, warte, lass die erstmal hopfen. Lass die hopfen. Lass aussteigen, wir haben alle Langwaffen. Ach, hier, das sind die. Lass aussteigen. Ich kann hier aussteigen. Ich kann nicht aussteigen, Digga. Jetzt. Nein. Alle fast tot. Digga, warum sterb ich immer? Warum sterb ich immer? Polizei kommt. So schlecht. Die haben Soße. Kommt zu mir und gebt euch die Waffen. Gebt eure Waffen her. Ich flüchte, alles gut, ich flüchte. Was brauchst du, Digga? Könnt die Waffen auch ins Auto packen, darf keiner reingucken. Warte. Karabiner, kannst du noch Karabiner nehmen? Stellt die einfach ab und easy. Ich schwöre, wer hat mich getroffen? Hat er mich getroffen? Sammelt die Leichen oben bei dieser Garage, wo wir waren. Wir sind da. Und ruft einer Medic. Ganz oben. Zeig dir das.
dem gehört hast der hier. Hast du den Schuss? Jungs, lass dann noch chillen, bis die aufgehoben wurden, wenn die Pullen nicht kommen, ne? Die haben geschossen. Die haben als erstes geschossen, Olaf. Blatt. Die haben so sorry, den kleinen Wichser. Ey, heb ihn nicht hoch. Lass ihn runter, Digga. Der verletzt sich sonst mehr, Digga. In der Salle? Wichser als erstes geschossen, oder was? Ja, die haben als erstes geschossen. Ich bin hier, ich hab keine Waffe draußen, der schießt mit Anker auf. Packt eure Waffe in den Kofferraum hier von dem Wagen schnell. Einer fehlt bei dem Wattorber, ne? Das war der Jet, was wir packen. Ich glaube, kommt das hier jetzt an einen Kopf. Die Waffen wegpacken, hier in den Kofferraum. Ah, da, das sind fünf. Ah, ne, das sind vier. Jo. Die haben als erstes auf uns geschossen. Jo. Digga, wer... Wir haben als erstes geschossen, Bruder, ja? Wir haben ja alles so weit im Griff. Warum spielst du auch AK? Alle nur von Sosa, bitte. Alles gut, Bruder, dann muss ich zum Anwesen kommen sofort. Wenn du fallen lassen würdest, während du auf dem Weg zum Auto bist, wäre ich dir... Wir sind nicht am Anwesen, aber alles gut bei uns. Ja, falls du sie auf dem Weg zum Auto... Okay, dann brauche ich jetzt einmal... Es könnte... Ich habe den Waffentil jetzt eingetütet, aber ich brauche... Ja, sehr starker Clip. ...dass ich das machen darf. Bruder, bitte, ich bin gerade im